Leute, hier zurück auf meinem Zweitkanal. Und ja, heute gibt es wieder eine extrem nice Folge. Mittlerweile Part 7, glaube ich, schon hier auf unserer kleinen Minecraft-Insel. Ja, ich hoffe, ihr habt ultra Bock. Wenn ihr neu seid, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, immer Tipps und Tricks in die Kommentare zu schreiben fürs nächste Video. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal an, was heute hier wieder geplant ist. Denn ich habe hier schon wieder einiges vorbereitet. Und zwar, als allererstes werden wir heute mit dem Sternchen anfangen. Denn ich habe hier ein Sternchen vorbereitet. Und zwar werden wir heute mit einem Namensschild unser Hühnchen wirklich einen Namen geben. Denn wir haben in der letzten Folge ja ein Namensschild gefunden. Deswegen geben wir heute unseren Hühnchen endlich den Namen Lumi. Ich bin ultra gehypt darauf. Als zweites werden wir unsere ersten Diamanten-Tools craften. Denn ihr wisst, ich habe in der letzten Folge ultra viele Diamanten gefunden. Und werden auf jeden Fall einige Diamanten-Tools gecraftet. Dann als zweites bauen wir heute unseren ersten Enchanting-Table. Da bin ich auch ultra gehypt drauf. Also es wird richtig, richtig geil. Und dann bauen wir heute noch einfach ein Nether-Portal. Es wird so geisteskrank. Wir werden also heute schon mal in den Nether gehen. Das wird sowas von geisteskrank. Also diese Folge wird wieder alles hops nehmen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an, Leute. Mit unserem Namensschild. Ich glaube, ich habe das nämlich schon in die Truhe einsortiert tatsächlich. Das müsste eigentlich irgendwo hier sein, genau. Wir brauchen tatsächlich noch einen Amboss. Sprich, wir müssen uns jetzt ein bisschen Eisen nehmen. Müssen hier jetzt noch aus unseren Nuggets ein paar Eisenbarren machen. Genau, zack. Jetzt brauchen wir noch zwei Eisenblöcke. Zack, zack, genau. Und dann können wir uns theoretisch jetzt auch einen Amboss bauen. Genau, hier. Zack. Jetzt haben wir nämlich einen Amboss. Und ich würde sagen, den Amboss, wo setzen wir den Amboss am besten mal hin? Irgendwo, wo er nicht stört. Wir setzen einfach mal jetzt hier hin. Und wenn ich jetzt das Namensschild nämlich nehme, das hat übrigens jemand in die Kommentare geschrieben, daher weiß ich das. Wenn ich das nämlich jetzt hier reinmache, so, kann ich jetzt hier einen Namen eingeben. Und jetzt können wir nämlich hier hinschreiben, Lumi. So, das machen wir jetzt. Zack. Und wenn wir jetzt quasi zu unserem Hühnchen gehen, wo auch immer unser Hühnchen ist, das müssen wir jetzt erstmal finden. Ich hoffe, unser Hühnchen Lumi lebt noch. Das müsste eigentlich irgendwo hier auf der Insel sein. Also hoffe ich zumindest. Also es kann ja eigentlich schlecht hier ausreißen, oder? Auf einer Insel. Aber ich habe gerade Angst. Da ist unser Hühnchen, Lumi. Ey, Lumi, bleib mal kurz hier. Warte mal. Lumi, bist du bereit für deinen ersten Namen? Bist du bereit? 3, 2, 1. Ja. Es heißt jetzt Lumi, aber irgendwie sehe ich das schlecht wegen meinem Shader. Also mein Shader ist jetzt aus und ihr seht jetzt, Leute, jetzt heißt das Hühnchen richtig Lumi. Lumi, was geht, Mann? Ich hoffe, dir geht's gut, Lumi. Du heißt jetzt wirklich Lumi. Ich hoffe, du freust dich. Wie geil ist das denn, Leute? Okay. Okay, dann würde ich sagen, Lumi, komm mal mit direkt. Wir loggen dich mal direkt wieder zu unserem Haus. Du wirst nämlich jetzt in unserem Haus ab sofort leben. Jetzt, wo du einen ordentlichen Namen hast, bist du jetzt unser neues Haustier auf jeden Fall. Komm rein in unsere gute Stube. Komm, Lumi, einmal hier reinspaziert. So. Jetzt bleibst du für immer hier drin. Du bist unser Haushühnchen, bist du jetzt. Okay, sehr gut. Das heißt, Leute, wir können das hier schon mal abhaken. Das heißt, unser Hühnchen hat jetzt auf jeden Fall einen Namen bekommen. Sehr nice. Dann kommen wir direkt zu Punkt 1, zu den Dia-Tools. Ich würde sagen, die machen wir jetzt direkt mal. Aber davor würde ich sagen, gehe ich nochmal ganz kurz schlafen, ne? Weil es wird nämlich hier schon wieder dunkel tatsächlich. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz schlafen, Leute. Und zack. Ein neuer Tag beginnt. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal nach. Denn wir haben hier 21 Diamanten. Ich bin mal gespannt, was sich daraus machen lässt. Aus 21 Diamanten. Das ist ja schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt, was sich da jetzt daraus machen lässt. Wir machen erstmal hier wieder ein paar Sticks hier auf jeden Fall. So, zack. Und dann schaue ich mal. Ich würde sagen, als allererstes bauen wir uns auf jeden Fall eine Diaspitzhacke. Ganz klar. Hier unsere erste Diaspitzhacke. Sehr nice. Dann würde ich sagen, bauen wir uns ein Diaschwert auf jeden Fall. Zack. Sehr gut. Und eine Dia-Axt, würde ich sagen. Genau, sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, zu guter Letzt machen wir uns auch noch hier einen Dia-Panzer. Boah, was ein Flex. Sehr nice. Und dann können wir uns auch noch einen Helm machen. Sehr nice. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Oh mein Gott, Leute, das schaut so nice aus. Oh mein Gott, wie geil ist das? Schaut euch das an, Leute. Unsere ersten Dia-Tools. Let's go! Das ist ja so wunderbar geil. Freut mich sehr auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, können wir das auch gleich schon mal abhaken hier auf jeden Fall. Ey, Lumi! Lumi, wo gehst du hin? Du darfst eigentlich nicht raus, Lumi. Wobei, wir können Lumi ab und zu mal ein bisschen Freilauf lassen. Das ist kein Problem. Hier ist ja eine Insel, aber trotzdem. Lumi, du bleibst erstmal drin. Komm mal mit wieder hier. Komm, du gehst erstmal wieder hier rein. Zeus, mein Bester. Genau, so. Dann würde ich sagen, können wir das auch direkt schon mal abhaken. Das heißt, die Dia-Tools haben wir auch gecraftet. Das heißt, das können wir auch direkt abhaken auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum Enchanting-Table, Leute. Und was mir jetzt gerade einfällt, wir hätten uns einen Diamanten übrig lassen sollen. Und wir brauchen einen Diamanten für den Enchanting-Table. Nein! Okay, wir brauchen aber sowieso jetzt auch Obsidian. Das heißt, meine Freunde, wir müssen jetzt nochmal irgendwie in eine Höhle oder irgendwo hin, wo wir erstes Diamanten finden und wo es zweitens auch Lava gibt. Denn wir brauchen jetzt, wie gesagt, Obsidian. Ich habe jetzt eigentlich auch genug Essen, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal auf die Suche nach einer neuen Höhle. Denn wir brauchen jetzt, wie gesagt, ein paar Diamanten, ein paar Bücherregale und Obsidian. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie gesagt, wie man einen Enchanting Table baut.
Aber ich weiß auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall Obsidian und Diamanten. Das weiß ich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Leute, begeben wir uns mal auf die Suche. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir eine schöne Höhle gefunden haben. Let's go. Okay, Leute. Es ist jetzt gerade tatsächlich dunkel geworden, denn ich war gerade auf einer langen Reise tatsächlich. Denn ihr seht schon, wo wir jetzt angekommen sind. Wir sind hier wieder an unserem Spawn. Bei diesem Berg hier, wo alles begonnen hat tatsächlich. Und ihr wisst, da gibt es hier hinten eine Höhle. Die wollten wir eigentlich ganz am Anfang erkunden, aber ich habe das irgendwie vergessen. Und ich habe gedacht, jetzt, wenn wir eine Höhle suchen, ist das doch der perfekte Zeitpunkt, einfach mal da reinzuschauen. Weil das war eigentlich so das Erste, was ich eigentlich machen wollte hier bei unserem Spawn. Ihr wisst ja hier in diesem Bergbiom. Wenn ich mich ganz täusche, müsste nämlich hier hinten ein richtig fetter Höhleneingang sein. Hier würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein, meine Freunde. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wir machen hier direkt schon mal unseren ersten Water-Image hier. Das hat jetzt niemand gesehen, Leute. Boah, ich bin echt gespannt, was uns hier erwarten wird, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie so Stalagniten oder sowas auf jeden Fall. Okay, krass. Und hier kommt auch schon das erste Monster, sehe ich gerade. Das erste Zombie ist ja schon auf dem Weg zu uns. Natürlich sehr gut hier. Perfekt. So, ich habe jetzt eben noch kurz meinen Shader ausgemacht und sag nicht, wir wurden jetzt einfach gescammt. Okay, warte mal, hä? Würdest du mir sagen, das war's jetzt hier schon oder was mit der Höhle? Hä? Wurde einfach gescammt, Leute. Hier geht's, glaube ich, auch nicht. Wow, hier geht's richtig tief nach unten. Okay, doch. Hier geht's gerade schon ein bisschen nach unten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, soll ich mich hier trauen, so ein Water-Emoji zu machen, Leute? Irgendwie traue ich mich nicht. Aber irgendwie muss ich erstmal gucken. Hier kommen ganz viele Zombies. Ey, ich warte euch mal. Oh mein Gott. Hier geht's direkt schon wieder ab, Leute. Oh mein Gott. Ja, der ist tief gefallen, würde ich sagen. Boah, ich traue mich irgendwie nicht, ein Water-Emoji zu machen, Leute. Irgendwie traue ich mich das gerade nicht. Machen wir einfach Trick 18. Machen wir einfach den hier, Leute. Zack. Der geht auch. Das ist der Trick 18, Leute. Der ist safe, aber funktionierende Boss. So, jetzt sind wir hier unten angekommen. Wo sind wir hier gelandet, Leute? Wir sind hier wieder in den Backrooms, ich sage euch ehrlich. Wir sind hier wieder in den Backrooms gelandet. Aber hier geht es irgendwie nicht tiefer. Wir müssen irgendwie tiefer, Leute. Wir müssen tiefer. Okay, hier geht es richtig tief nach unten, Leute. Mal schauen, wo die Reise hingeht nach hier unten, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist Skelett. Der Beste. Hier geht es irgendwie so richtig weit nach unten. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Was ist das hier? Oh mein Gott. Leute. Was ist das? Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Hört ihr das auch, Leute? Was sind das für komische Geräusche? Leute, wo sind wir hier? Hä? Mein Herz. Hä? Hä? Warum ist hier auf einmal dunkel? Ich habe Angst. Ich will raus hier. Oh mein Gott, mein Herz. Mein Herz. Leute, was geht hier ab? Digga, was ist da? Digga, hallo? Hallo? Was geht hier ab? Ich will raus hier. Ich will ganz schnell raus hier, Leute. Habt ihr das auch gehört? Wo zur Hölle bin ich hier? Leute, ich will raus hier. Was geht denn jetzt ab? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich will raus hier. Mein Herz. Mein Herz. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich will weg hier. Was war das? Was war das? Mein Herz. Digga. Bro, ich will raus hier. Ich will raus hier, Bro. Bro. Ich will raus hier, Bro. Bro, wo bin ich? Bitte. Bro, ich hab grad wirklich Herzinfarkt, wirklich. Bro, ich dachte, ich spiel hier Minecraft, Digga. Auf einmal, hier kommt irgendein Zombie aus der Wand gekrochen. Digga, wo bin ich hier? Mein Herz. Bro. Ey, was macht diese komischen Geräusche? Bro, bitte, ich will raus hier, bitte. Wo bin ich hier gelandet? Ey, wirklich, Leute, ich verkraft es nicht. Bro, ich will raus hier. Nein, ich bin raus. Ich mach das nicht mehr mit, wirklich. Digga, ich dachte, ich spiel Minecraft, auf einmal, ich spiel Horrorspiel. Ich will ganz normale Folge machen, auf einmal hier kommt Zombie aus der Wand oder was. Ey, bitte schreibt in die Kommentare, was ist das, Digga? Ich will weg hier. Ich will weg hier, Leute. Ich will raus hier. Ey, was auch immer das so komische Geräusche macht. Was ist das? Bro. Ich will das nicht mehr. Lass mich bitte raus hier. Leute, könnt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben,
was das da ist. Was war das da gerade, Leute? Was für ein monströses Monster zu mir war das, wenn ich fragen darf? Das hat mir gerade schon ein bisschen Angst gemacht. Aber wichtig. Diamanten. Zwei Stück aber nur, egal. Aber ey Leute, jetzt mal ohne Scheiß, was war das da gerade? Was war das da gerade für ein Monster-Zombie, wenn ich fragen darf? Ich bin wirklich gerade... Bro, was geht hier? Hallo? Hä? Was geht hier ab, Digga? Hallo? Was ist das? Bis zu einem gewissen Punkt mache ich mit. Aber irgendwann ist gut, Digga. Bro, ich krieg gerade wirklich Herzinfarkt. Reicht. Reichtum, Junge. Bro? Digga, was? Der hat mich One-Hit gemacht. Ey, ich muss jetzt ganz schnell zurück zu dieser Höhle, Digga. Ich muss sie irgendwie wiederfinden, weil sonst diesmal meine Sachen, Leute. Ich muss jetzt ganz schnell zurück zu dieser Höhle. Ich nehme jetzt hier ganz kurz Essen mit, Leute. Und dann muss ich ganz schnell zurück zu dieser Höhle. Ey, ich hoffe, die Sachen despawnen jetzt nicht, Leute. Ich brauche noch schnell ein Boot, Digga. Ich muss zurück zu dieser Höhle, Digga, bitte. 2000 years later. Bro, ich bin jetzt wieder hier. Bro, irgendwo müssen meine Sachen doch sein. Das sind Diamanten. Irgendwo müssen doch meine Sachen sein, Bro. Hier irgendwo, Digga, komm schon. Meine Sachen sind da, Leute. Meine Sachen sind da. Oh, dieses hässliche Vieh rennt da rum. Bro, jetzt oder nie. Bro, jetzt oder nie. Ich hab meine Sache wieder, Leute. Jetzt schnell hier. Rüstung anziehen. Spitzhacke nehmen. Diamanten abbauen. Und verpissen. Digga. Ey, zum Glück sind die Sachen nicht despawned, Digga. Zum Glück sind die Sachen nicht despawned, Junge. So. Diamanten. Ich nehme euch mit. Und dann verpisse ich mich auch. Und jetzt bin ich hier weg. Leute, ich mache jetzt den ganz schnellen Abgang. 6½ hours later. Lava. 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 Wir brauchen Lava, Leute. Für Obsidian. Wichtig. Und jetzt müssen wir hier irgendwie... warum wird da jetzt kein Obsidian? Hä? Leute, warum wird da jetzt Bruchstein draus? Dann nehmen wir halt die Lava mit. Du kannst einfach hier überall hoch mit diesem Wassereimer. Das ist so OP. Oh mein Gott. Wir haben den Ausgang. Wir haben den Ausgang, Leute. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir einfach nur noch unseren Kompass hier folgen. Kompass, wo müssen wir lang? Wir müssen... da ist das Dorf. Leute, wir haben uns wiedergefunden. Oh mein Gott, Digga. So, Leute. Wir sind jetzt fast wieder an unserer Insel angekommen, nur das letzte Stück hier. Alter, Bro, ey, was war das gerade? Ey, und ich bin so dankbar, dass ich mir die Koordinaten einfach jetzt von dieser komischen Höhle da gescreenshottet habe. Digga, sonst wären einfach alle meine Sachen weg gewesen, Digga. Das wäre so unlucky gewesen. Oh mein Gott, Digga. Aber zum Glück, Leute, wir haben zurückgefunden, haben alle unsere Sachen, haben jetzt Lava und Diamanten, also eigentlich das, was wir brauchen. So, okay, hier unser schöner Turm, wie schön er aussieht. Oh mein Gott. Und dann sind wir wieder zu Hause, meine Freunde. Sehr, sehr schön. Jetzt überlege ich mal. Wir müssen halt jetzt irgendwie Obsidian machen, Leute. Ich überlege jetzt gerade, wie... Hä, Lumi, was machst du hier draußen? Ach, egal. Ich glaube, man kriegt nur Obsidian, wenn quasi Wasser so auf den Main-Block fließt. Aber wir haben halt nur einen Wassereimer. Sprich, wir müssen uns, glaube ich, erst eine unendliche Lavaquelle bauen. Und dann brauchen wir also noch einen Eimer Lava. Ja, Leute, dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie noch an Eimer Lava jetzt rankommen. Let's go! 6½ hours later. Da ist eine Tempel, Leute. Da brennt's, Leute. Warum brennt's da? Warte, wenn es brennt, ist es doch immer ein Zeichen dafür, dass da Lava ist, oder nicht? Das Lava! Das Lava, Leute. Okay, und hier ist Lava, ganz wichtig. Okay, dann würde ich sagen, meine Freunde, gehen wir erstmal ganz kurz schlafen. Und dann erkunden wir auch den Tempel hier mal, würde ich sagen. Let's go. Und mal schauen, was gleich so ja im Tempel dort sein wird. Was versteckt sich da denn so? Mal schauen, bin ja gespannt. So, wir gehen mal hier rein. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ist hier oben irgendwas? Nee, da hinten vielleicht?
Hier ist auch nichts. Wir müssen jetzt mal hier runtergehen, Leute. Warum habe ich da gerade eine Druckplatte gehört, Leute? Warum ist hier ein Hebel? Habt ihr das auch gerade gehört, Leute? Irgendwie? Aha! Hier ist eine Falle! Aha! Aha! Und jetzt? Hä? Was ist denn hier? Ha! Hä? Was war das? Hier ist eine Truhe. Ja, wow! Wow! Danke, ey, die Knochen. Kann ich echt gebrauchen, Mann. Werfer nehme ich auch einfach mal gerne mit. Zack. Hier waren Kolben, Leute. Ich habe Kolben gehört, weil... Habt ihr es auch gehört? Hier bewegt sich dann irgendwas. Hier. Hier ist irgendwo Kolben. Hä? LOL? Ja, Diamanten! Let's go! Ja! Let's go! Let's go, Diamanten! LOL! Und klebrige Kolben, die nehme ich auch mal mit. Weil klebrige Kolben sind ja auch eigentlich ganz wertvoll, oder? Und zack. Sehr nice. Ey, ein Repeater-Tool nehme ich auch gerne mit, ey. Sag ich dir ehrlich. Let's go, Leute. Okay, Hebel brauchen wir, denke ich, nicht. Aber nice. Okay, nochmal ein paar mehr Diamanten nehme ich gerne mit, auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier zur Lava. Wir brauchen ja, wie gesagt, jetzt noch Obsidian, Leute. Deswegen schau mal, wie machen wir es jetzt am besten? Wenn ich jetzt hier Wasser hinmache, was passiert dann? Da wird überall nur dieses komische Steindingens draus. Aber wenn ich jetzt hier mir einen Lava-Eimer nehme und jetzt eine unendliche Lavaquelle baue, sprich, ich mache einmal hier so ein 4x4-Feld, mache einmal hier Lava hin und einmal hier Lava. Habe ich da jetzt unendliches Lavafeld? Oder nicht? Das geht ehrlich nur bei Wasser jetzt, oder was? Warum geht das nur bei Wasser, Leute? Warum geht das nur bei Wasser? Aber wenn ich jetzt hier Lava hinmache... Ja, toll, jetzt habe ich ein Obsidian. Einen. Einer ist besser als keiner, habe ich gehört. Okay. Jetzt haben wir hier zwei Obsidian, Leute. Aber ich glaube, das reicht. Ich glaube, wir brauchen drei Obsidian insgesamt. Ach Mann, das reicht nicht. Wir brauchen mehr Obsidian. Okay. Wir haben jetzt zwei Stück. Wir bauen noch ein paar mehr, Leute, wenn wir Nether-Portal bauen wollen. Kacke. Ja, okay, das heißt, wir müssen jetzt doch nochmal in eine Höhle rein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, Leute, in einer weiteren Höhle. Let's go. 2000 years later. Muss doch irgendwo Lava sein. Oh, hallo. Stopp. Hier ist Lava, Leute. Wichtig. Ah, ja, Leute. Das ist Lavasee. Den brauchen wir. Wichtig. Oh mein Gott. Jetzt Achtung. Ja, Obsidian. Das habe ich gewollt. Genau das. Oh, geil. Komm hier auch. Zack. Let's go. Sehr gut, Leute. Und jetzt bauen wir hier das ganze Obsidian mal ab. Da gibt es eine kurze Timelapse, Leute. Let's go. Okay, Leute. Ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt 22 Obsidian. Ich denke, das sollte reichen, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder zurück in der Insel bin, Leute. Let's go. Okay, meine Freunde. Es ist jetzt auch schon dunkel und es regnet und diese Wasserzombies, die fucken mich echt langsam ab, Leute. Aber egal. Guck mal, wie schön das hier aussieht, wenn man jetzt hier so zu unserer Insel wiederkommt und alles schön leuchtet hier. Es sieht echt schön aus. Okay. Dann würde ich sagen, meine Freunde, legen wir uns direkt mal ganz kurz schlafen. Und dann fangen wir direkt auch mal an, hier unseren Enchantment Table zu bauen. Let's go. Ich bin ultra geil. Ja, neuer Tag beginnt. Dann schauen wir direkt mal nach. Wir brauchen, warte mal, Zaubertisch. Was brauchen wir alles? Wir brauchen noch ein Buch, sehe ich gerade. Ah, okay. Buch haben wir tatsächlich, Gott sei Dank. Sehr nice. Und dann würde ich sagen, Zaubertisch. Da ist er. Und damit, Ladies and Gentlemen, haben wir unseren ersten Enchantment Table. Also ich würde sagen, wir setzen den einfach mal provisorisch, also wirklich einfach nur so provisorisch, erstmal hier hin, weil ich glaube, in der nächsten Folge bauen wir dann hier so eine Enchantment-Ecke hin. So richtig schön, das ist dann quasi Aufgabe von der nächsten Folge. Aber ich setze ihn einfach jetzt schon mal hier hin. Und sehr nice. Das heißt, wir haben schon mal einen Enchantment Table. Sehr nice. Dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes direkt zu unserem Nether-Portal. Und das bauen wir auch erstmal provisorisch einfach so. Das wird aber in der nächsten Folge auch noch richtig schön auf jeden Fall gemacht. Und ich überlege, wo wir das hinbauen am besten. Ich glaube, das bauen wir tatsächlich am besten
Das soll halt nicht so, es soll halt nicht nerven, dieser Sound die ganze Zeit, weil da nervt sonst ein bisschen der Sound. Deswegen würde ich sagen, na, hör mal, was geht denn jetzt hier los? Ich glaube, es geht los hier. Ha, na, hör mal. Ha, der Sound soll halt nicht nerven von dem Netherportal, weshalb ich glaube ich sagen würde, wir bauen das sogar einfach mal hier hin. So, dann können wir ja hier eigentlich tricksen, ne? So, hier und hier. Zack, zack. Dann hier, genau, da noch eins, hier noch eins. Und jetzt noch zwei hier. Und genau, das ist es eigentlich auch schon. Und jetzt müssen wir theoretisch nämlich noch, jetzt brauchen wir noch ein Feuerzeug. Ich würde sagen, wir holen mal ganz kurz noch ein Feuerzeug, Leute. Bedeutet, wir wollen jetzt hier mal so eine Tür hin, zack. Und dann, bauen wir hier den Kies einfach mal ab. Und dann, wenn wir ein bisschen Glück haben, droppt dann mal irgendwann eins und Kies ein Feuerstein. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, Leute, tatsächlich. Ja, da ist einer. Feuerstein. Sehr nice. Den brauchen wir. Ja, wir haben einen Feuerstein, Leute. Sehr wichtig. Jetzt haben wir das, was wir brauchen. Und jetzt können wir auch unser Feuerzeug machen. Sehr, sehr nice. Okay, das heißt... Warte mal, habe ich das gerade richtig gehört? Habt ihr gerade auch das gehört? Ja, das habe ich doch gerade richtig gehört. Na, hör mal. Wer kommt uns denn da besuchen? Ein Pillager! Was geht denn hier los? Wo kommst du denn her? Hä? Warum war hier gerade ein Pillager? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unser Feuerzeug, Leute. Das heißt, wir zünden jetzt unser Netherportal an. In 3, 2, 1. Und da ist unser Netherportal, Leute. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall viel zu tun für die nächste Folge. Nächste Folge bauen wir hier noch ein bisschen was zum Rum. Wir bauen unseren Enchantment-Table fertig. Wir gehen das erste Mal in den Nether. Es wird richtig nice. Wir enchanten vielleicht unsere ersten Gegenstände. Deswegen seid auf jeden Fall morgen zur nächsten Folge wieder unbedingt am Start. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.